Es ist mal wieder Zeit, diese Reihe fortzuführen. Heute schauen wir uns Heft Nummer 3 des Infinity Gauntlet Events an. Preparations for War. Und Thanos machte dort weiter, wo er zuvor aufgehört hatte. Mit allen Mitteln kämpfte er um die Liebe seiner Lady Death, was dieses Mal konkret sein Bruder Eros zu spüren bekam. Auf der Erde machten sich noch immer die Auswirkungen der universalen Druckwelle bemerkbar, die Thanos abgefeuert hatte, und ein Wissenschaftler entdeckte daraufhin, dass alles noch viel schlimmer war. Die Erde sei durch die Ereignisse von ihrer Laufbahn um die Sonne abgekommen und würde sich von dieser immer mehr entfernen, ehe eine niemals endende Eiszeit eintreten würde. Der Silver Surfer spürt, dass nicht nur die Erde, sondern das ganze Universum zu zerbrechen beginnt und glaubt, dass nur noch der Kampf gegen Thanos selbst hilft. Doch Warlock bittet ihn um Geduld. Er hat einen Plan und versucht, alles dementsprechend in die Wege zu leiten. Doctor Strange bringt sie daraufhin auf magische Weise ins Avengers HQ, wo er den noch vorhandenen Helden die Mission klar macht. Es gelte, eine Armee aufzustellen, die wirklich alle verfügbaren Kräfte bündeln würde. Erneut Doctor Strange sendet aus dem HQ daher eine magische Botschaft an alle noch aktiven und lebendigen Heldenfiguren. Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Drax, Firelord, Richard Rider, Namor, Cloak und einige andere erklären sich bereit zu helfen und gelangen mit der Hilfe von Strange ebenfalls in dieses Hauptquartier. Selbst der Hulk stößt dazu, der zwar noch sauer auf die Avengers war und dementsprechend zögerte. Nachdem sie dann eine total unnötige Führungsdiskussion hinter sich gebracht hatten, verschwanden Warlock und der Surfer durch ein Portal und Steve sollte sich bis zur Rückkehr um die Organisation kümmern. Die beiden Reisenden kamen dann auch schnell an ihrem Ziel an, und zwar am Rande des Universums bei Epoch und Quasar. Doch es sollte noch kosmischer werden, denn im Bruchteil einer Sekunde springen die Helden mit Epoch in eine Ebene der großen Cosmic Entities. Uatu, Eternity, Lord Chaos, Master Order, Stranger, Love, Hate, Galactus, Living Tribunal, Kronos und noch zwei der alten großen Celestials. Sie alle waren zusammengekommen, um die potenzielle Gefahr namens Thanos zu diskutieren. The Living Tribunal düste dann als erstes wieder ab, weil er die Ereignisse als einen natürlichen Ausleseprozess verstand. Eternity verschwand kurz danach und Uatu machte klar, er mischt sich nicht ein, sondern beobachtet seiner Rolle gemäß die Ereignisse nur. Galactus wollte dann erst Warlock nicht folgen, bringt ihn dann auch vermeintlich um, aber nachdem der die Attacke locker easy überstanden hatte, schließen sich wirklich alle restlichen anwesenden Entities dem Vorhaben von Adam Warlock an. Zu Hause im HQ erlebten die Wartenden dann eine Art Lagerkoller. Sie diskutierten über ihre Chancen gegen Thanos, Iron Man ging Doom fast an den Hals. Es war einfach absolut eine riesige Anspannung zu spüren. Zum Glück kamen nun aber Adam, Surfer und nun auch Quasar aus dem All zurück. Der Mad Titan bekam zur gleichen Zeit ungefähr Besuch in der Nähe seines Luftschlosses. Der Watcher, Uatu, brachte sich in Position, um seinen Job dann möglichst gut erledigen zu können. Für Thanos war dies nicht mehr als eine Art Ehre. Er freute sich schon, den Himmel im Blut seiner Opfer färben zu können. Warlock hatte dann auf dem Dach des HQs mit Hulk und Wolverine ein intimes Gespräch. Die beiden hätten eine besondere Beziehung zum Tod an sich, weswegen beide als Art Geheimwaffen in diesem Kampf dienen sollten. Thanos machte sich nun bereit, hoffte darauf, dass Lady Death an seiner Seite stehen und kämpfen würde, doch die drehte sich erneut von ihm ab. Aus dieser Verzweiflung heraus nutzte er dann den Gauntlet, um neues Leben zu erschaffen, ein Wesen, das ihn vollständig erfüllen würde. Taraxia. Er versuchte mit ihr Mistress Death eifersüchtig zu machen, doch die reagierte nicht, wie er es sich erhofft hatte. In der Geschichte stehen wir nun kurz vor dem großen Kampf um das Schicksal des Universums. Thanos war bereit, die Helden kamen zusammen und gingen in Position und Strange öffnete ein Portal, durch das die Gruppe zu Thanos gelangen würde. Außerdem stellte er magisch sicher, dass alle Beteiligten im All ohne technische Mittel überleben konnten. Der Surfer und Warlock brachten sich in Position. Kurz danach war es dann für die Heldenarmee soweit und sie stürzten sich durchs Portal. Doch eines hatten unsere Erdvertreter noch nicht ganz begriffen. Warlock brauchte sie. Das stimmte tatsächlich. Sie waren aber eher Kanonenfutter und eine Art Ablenkung für Thanos, damit Warlock seinen eigentlichen Plan vorantreiben und seine eigentlichen Waffen in Position bringen konnte. Das war's dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat, und abonniert, um keine Folge von Marvels zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.